Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Brechthaus. Herzlich willkommen zum Vortrag von Ulrike Haß mit dem Titel Erdbebenzone Eurasien, die Troerinnen und die Folgen. Ich gebe zu, es hat bei mir eine gewisse Irritation hervorgerufen, vor dem Hintergrund dieses tatsächlichen Erdbebens in der Türkei und in Syrien, sich nochmal mit diesem Vortrag zu beschäftigen. Wir sind aber dabei geblieben, bei diesem Titel tatsächlich, weil es ein Zitat ist von Heiner Müller. Und ich sehe mich auch nicht wirklich imstande, das noch als eine Art von Symbol zu lesen oder so etwas, also das, was da tatsächlich derzeit passiert ist. Ich würde ganz kurz Ulrike Haß vorstellen. Sie war bis zu ihrer Emeritierung Professorin für Theaterwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum, hat dort den Studiengang für Theaterwissenschaft maßgeblich mit aufgebaut und ebenso den Studiengang Szenische Forschung. Und ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Räume des Theaters, der Topos des Chorischen und Theater und bildende Kunst. Und uns beide verbindet ein inzwischen auch mehrjähriger Dialog. Mein Name ist Sebastian Blasius, ich bin Theaterpraktiker, also Regisseur von performancebasierten Projekten und ich ziehe eine große Inspiration aus der Arbeit von Ulrike Haß, freue mich sozusagen darüber, dass da wirklich ein Austausch stattfindet und würde sagen, Bühne frei für deinen Vortrag und wir würden das Ganze dann anschließen mit einem Gespräch, erstmal zwischen uns beiden und das dann auch nach kürzerer Zeit öffnen auf Ihre Beiträge und Fragen. Ja, ich bringe ein sehr disparates Material mit heute. Zum einen die Troerinnen. Das Stück von Euripides im späten 4. Jahrhundert vor. Und dann das andere Material sind Heiner Müller Gespräche, Interviews und Gespräche mit ihm um 1990, also vor Jahre davor, Jahre danach, bis 1995, im Jahr seines Todes, gibt es dann auch mal das letzte aufgezeichnete, gefilmte Gespräch mit ihm und Alexander Kluge. Und in diesen Jahren entwickelt er sehr, sehr viele Überlegungen zur Frage des Ost-West-Risses durch die Mitte Europas geht, wie er sagt, der Mittel- und Osteuropa in unregelmäßigen Kurven immer wieder durchzogen hat. Und dieser Riss sozusagen wird von ihm als Erdbebenzone bezeichnet. Erdbebenzone Eurasien. Es wird nur einen mittelbaren Bezug zu Brecht geben, weil es natürlich in diesen Gesprächen, das sind sehr disparate Gespräche mit sehr viel verschiedenen anklingenden Themen. Da gibt es immer wieder Brecht-Bezüge, die ich punktuell nachliefern kann im Gespräch, wenn Sie möchten, aber jetzt nicht mit präsentiere, weil es zu durcheinander werden würde. Ja? So viel zur Einleitung. Es geht also um die Spannung und die Dynamik, diese Erdbebenzone, Osten und Westen. Osten und Westen stellen sich auf der Ebene von Himmelsrichtungen als Antipoden dar. Auf der Erde aber berühren sie sich unablässig. Das macht ihre unheimliche Spannung aus. Aus gewaltigen Spannungsrissen ist die Selbstdefinition Europas als Westen hervorgegangen, der sich ohne marine Grenze mit Asien als Osten berührt. Genauer gesagt, ist die Selbstdefinition Westeuropas als Westen hervorgegangen, der sich mit Osteuropa berührt, das sich ohne marine Grenze mit Asien berührt, das man auch den Fernen Osten heißt. Definitionspunkt dieser Bezeichnung ist eine Idee von Europa, die sich immer nur wie von selbst auf die westliche Hälfte des alten Kontinents bezieht. Dies führte die Salzburger Festspiele im Memorandum zu ihrer Jahrhundertfeier im Jahr 2020, zum Beispiel zu der erstaunlichen Formulierung, Zitat,
Salzburg liegt nicht nur geografisch in der Mitte Europas. Die Mitte hieß ein cleverer Dokumentarfilm des polnischen Regisseurs Stanisław Mucha, der 2004 pünktlich zur sogenannten Osterweiterung der Europäischen Union in die Kinos kam. Der Film unternahm amüsante Reisen zur napoleonischen, zur franz-josephinischen und zur wilhelminischen Mitte Europas und stellte klar, wenn man Europa nicht aus der Perspektive eines römisch geprägten Alleinvertretungsanspruchs versteht, sondern gemäß der 1989 festgelegten Konvention des Nationalen Geographischen Instituts Frankreichs als jenen Erdteil ansieht, der sich vom Ural bis zu den Azoren und von Spitzbergen bis zu den Kanaren erstreckt, dann liegt dessen Mitte etwa in Litauen. Also viel weiter östlich und viel weiter nördlich, als man sich das in Salzburg 2020 dachte, in diesem Zitat Epizentrum des Besonderen, wie es im Memorandum ebenfalls heißt. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl veröffentlichte 2002 eine Essaysammlung unter dem Titel »Die Mitte liegt ostwärts«. Das war für eine westlich gestimmte europäische Selbstgewissheit derart ungewohnt, dass der Kritiker Klaus Bednarz darin im Jahr 2002 glatt einen, Zitat, »neu entstehenden Raum im Herzen Europas« sah. Ignoranz und Unwissen sind die Kennzeichen westlicher Selbstzufriedenheit. Sie stützt sich in Deutschland letztlich auf eine Identifikation mit der kapitalistisch höchst erfolgreichen Gesundschrumpfung des deutschen Territoriums auf seinen ökonomisch potenten Kern, die Bundesrepublik ab 1949. Zur Ostvergessenheit und Ostblindheit dieser westlich fixierten und auf ökonomischen Erfolg abonnierten Identität schrieb Heiner Müller in seiner Rede zur Entgegennahme des Kleistpreises 1990, Zitat, für den Rheinländer Adenauer war die Elbe ein asiatischer Grenzfluss. Die kalten Schauer beim Überqueren einer Elbbrücke in östlicher Richtung bestimmten seine Politik, die dem Sachsen Ulbricht den Hammer in die Hand gab, mit dem er Ost- und Mitteldeutschland an das Kreuz des Stalinismus schlagen konnte, oder weniger pathetisch und näher an der Wirklichkeit, die den Gefangenen Stalins die Möglichkeit bot, die Bevölkerung der Kolonie DDR, genannt unsere Menschen, gefangen zu halten in der imaginierten Warteschleife des real existierenden Sozialismus. Im März 2022 sollte ich für ein Programmheft des Burgtheaters etwas über die Troerinnen des Euripides schreiben. Das war in den ersten Wochen des Krieges, den Russland seitdem in der Ukraine gegen die Ukraine führt. Die Beschäftigung mit dieser ersten, den Westen gewissermaßen gründenden, das ist aber nur in Anführungsstrichen zu verstehen, Go-West-Bewegung der Griechen schuf einen Resonanzraum, in dem eine, meine, selbstgewisse Identifikation mit den Griechen als vermeintlicher Wiege der europäischen Kultur und ihres Theaters empfindlich aufgestört wurde. Um hier etwas davon mitzuteilen, ist es wesentlich, sich das Helikopterdenken bezüglich der Begriffe Westen und Osten abzugewöhnen. Es geht nicht um Antipoden, sondern um konkrete georäumliche Verflechtungen, aus denen sich eine Gründung nicht anders herauslösen kann als durch einen vernichtenden Krieg und Ausschluss des anderen. Antike griechische Geschichtsschreiber hielten den Trojanischen Krieg für ein reales Ereignis, das sie Ende des 13. oder Anfang des 12. Jahrhunderts vordatierten. Heutige Forschungen bestätigen diesen Zeitraum mehrheitlich, auch wenn die Stimmen derer nicht versiegen, die den Trojanischen Krieg für eine pure Erfindung des Dichters Homer halten. Seit Homers Ilias ist der Trojanische Krieg derart mit Göttern und Mythen durchwirkt, dass dieser Krieg insgesamt zu einem zentralen Ereignis der griechischen Mythologie wurde. Sämtliche modernen Unsicherheiten in Bezug auf das echte Troja
resultierten aus dieser Spannung zwischen mythologischer Erzählung und realem Ereignis. Doch die Frage der Echtheit ist hier falsch gestellt. Wenn wir uns an die antiken Autoren halten, dann ist dieses Ereignis beides. Es hat stattgefunden und es ist mythologisch erzählt, das heißt, es ist bedeutet worden. Griechen, die bei Homer noch Archa heißen, ziehen gegen das kleinasiatische Ilion bzw. Troja in den Krieg, um es nach 10-jähriger Belagerung dem Erdboden gleichzumachen. Sie nennen sich noch nicht Griechen und sie sind noch keine. Im 13. und 12. Jahrhundert vor Christus ist der frühhellenische Kulturkreis nur einer unter anderen. Er teilt sich in das Inselreich in der Ägäis mit einem minoischen Kreta, einem kykladischen um die Insel Melos und einem ostägäischen Kulturkreis Troja. Infolge des Krieges würden die Achaer jedoch allmählich zu Griechen werden. Sie würden sich von ihren orientalischen und asiatischen Einflüssen losreißen und den Schwerpunkt ihrer Kultur für immer in die westliche Ägäis verlagern, in ihr Land, das sie im klassischen Griechenland des Euripides Hellas nennen. Zur Situierung des Trojanischen Kriegs. Bei Euripides schaut uns dieser Krieg wie die Mutter aller Risse an, die einen Westen zum Westen und einen Osten zum Osten machen. Nimmt man die mythologischen Hinweise zusammen, die sich über das ganze Stück die Troerinnen verstreut finden, dann ergibt sich für die Situierung des Trojanischen Krieges etwa das folgende Bild. Troja liegt im Nordwesten nahe der kleinasiatischen Küste und ist verbunden mit dem Orient, in dem die Sonne aufgeht. Die Morgenröte Eos, eine Titanin, entbrannte einst für einen Sterblichen aus Troja, den sie mit sich zum Okeanos im fernen Osten bei den Äthiopen nahm, von wo sie jeden Morgen aufbricht, um der Sonne vorauszugehen. Trojas Zitadelle liegt nahe dem, Zitat aus dem Stück, Gipfel, den zuerst die Strahlen der Sonne treffen, dem sagenumwobenen Iderberg. Sonne und Meer, beides im Überfluss, begründen Troja. Der Gott der Meere, Poseidon, und der Sonnengott Phoebos haben selbst die Mauern gebaut, auf denen Troja einst ruhte, heißt es. Das Stück des Euripides beginnt mit Poseidon. Hier bin ich, sagt er, und nehme Abschied von der einst vom Glück verwöhnten Stadt meiner Phryger. Das sind die östlichen Nachbarn und treuen Verbündeten von Troja. Auch Zeus hatte sein Herz einst an einen Jungen aus Troja verloren, den man den schönsten aller Sterblichen hieß, Ganymedes, den er als Mundschenk zu sich holte und dem er unsterbliche Jugend verlieh. Eine Schande sei es, singt der Chor trojanischer Mädchen bei Euripides, dass Zeus tatenlos zusah, wie die Geburtsstadt dieses Jünglings brannte, dessen Liebe er doch ewig genieße. Die mythologischen Hinweise in den Troerinnen zeichnen ein Troja, das bis zu seiner Vernichtung vom Glück der Jugend, von der Morgenröte der Liebe, der Schönheit und den Erinnerungen an archaische, ausgelassene Chorfreuden geprägt war. Es ist sehr auffällig, wie stark diese Tragödie von verschiedenen Figuren der Vielheit und der festlichen Kollektive durchzogen wird. Gleich zu Beginn erinnert Poseidon an die 50 Nymphen, die vor den Toren Trojas den Reigen der Nereus-Töchter mit Delfinen in der Tiefsee tanzen. Beschrieben werden auch die Mädchen Trojas, die mit phrygischen Weisen zur Flöte das Geschenk des hölzernen Pferdes für Athena feiern und bis in die Nacht tanzen. Ich aber, singt der Chor, feierte zu dieser Stunde nah bei ihrem Tempel die jungfräuliche Göttin der Berge. Das ist Artemis, die Verbündete der jungen Mädchen. Chorische Vielfalt, Schönheit und nomadische Paarungen kennzeichnen eine vormalige Welt Troja. Von ihr wenden sich Griechen ab, die sich auf eine strikte Binarität der Geschlechter, Krieg und Vernichtung stützen, um Griechen in Hellas zu werden.
ein Wort zur Schönheit. In der vormaligen Welt galt die Schönheit als verlässlichste Mittlerin zwischen dem Leben der Stadt und den Olympischen, mehr als die Frömmigkeit. Ohne die Hilfe von Riten, nur durch und aufgrund der Schönheit, verbanden sich Unsterbliche und Sterbliche miteinander. Die Olympier waren gegenüber den Giganten geschlossen angetreten. Im Fall von Troja jedoch ergreifen sie Partei für die eine oder die andere Seite. Sie griffen in das Kriegsgeschehen ein und kämpften gegeneinander wegen dieser Frau, wie es in den Troerinnen heißt, wegen dieser Frau. Helenas Schönheit war gefährlich, unerträglich für die Menschen und nicht ungefährlich für die Götter, die in Gefahr waren, sich den Menschen zu sehr anzunähern. Risse. Troja ist nicht an einem Tag gefallen. Es zeichneten sich schon vorher Risse ab, in denen ein neueres gegen ein vormaliges Prinzip steht, was sich gut am Verhältnis von Athene und Artemis veranschaulichen lässt. Zwischen diesen beiden ewig jungfräulichen Göttinnen des Pantheons gibt es eine Differenz, die letztendlich auf ein unterschiedliches Weltwerden hinausläuft und die sehr plastisch in ihrer jeweiligen Geburt zum Ausdruck kommt. Im Fall von Athena hatte Zeus die von ihm geschwängerte Okeanide Metis verschlungen, die in ihm gebar, sodass Athena schließlich in voller Rüstung aus dem Kopf des Zeus als Vatertochter entsprang. Artemis indessen, die von der Titanentochter Leto geboren wurde, die natürlich ebenfalls von Zeus geschwängert wurde, half ihrer Mutter dabei, ihren Zwillingsbruder Apollon auf die Welt zu bringen. Bei der einen, Athene, wird die Mutter vernichtet, bei der anderen, Artemis, verdoppelt die gerade Geborene als Geburtshelferin die Kräfte der Mutter. Athene finden wir auf der Seite männlicher Zeugung und Filiation. Sie steht der Stadt wehrhaft bei. Artemis hingegen steht einem Leben bei, das sie nicht geboren hat. Wir finden sie auf Seiten eines Werdens, das sich mütterlich verdankt und dessen Erhalt, Beistand und der Sorge bedarf. Der Riss verläuft also zwischen mütterlichen Kräften, die sich der Lebensbewahrung widmen, und männlicher Selbstbehauptung, Zeugung und Progression im Zeichen von Städtegründern. Selbstredend kämpft Artemis im Krieg auf Seiten der Troer und Athene auf Seiten der Griechen. Unabhängig davon, dass Troja als Stadt natürlich auch eine Akropolis der Athener besaß. Griechisch werden. Sich in Bezug auf die anderen als Gleiche oder Ähnliche zu verstehen und sich entsprechend einheitlich zu bezeichnen, ist das Betriebsgeheimnis jeder Berührung mit der Andersheit. Auch beziehungsweise gerade dann, wenn diese Berührung kriegerischer Natur ist, gewinnen die Sieger anhand jener Andersheit, die sie vernichten, Identität für sich selbst. Dass Euripides den Gedanken eines Griechischwerdens verfolgt, zeigt sich in seiner Betonung der Wiederholungsstruktur. Zitat: Zweimal in zwei Angriffen wurde Trojas Mauerring geschleift. Auf wiederholte Stöße deuten auch die systematischen Umbenennungen hin. Aus Ilion wird Troja, aus Pudakes wird Priamos, aus Kypris wird Aphrodite und so weiter. Und diese Bezeichnungen werden in den Troeren auch zum Teil alternierend verwendet. Das zweimalige Stoßen oder Schlagen hat sein Pendant in der auffälligen Häufung von Zwillingen, die es nicht ertragen, in zwei zu werden. Nicht nur Artemis und Apollon sind Zwillinge, auch Athena hatte im Bauch der Metis einen Zwilling, der in ihrem Fall jedoch bezeichnenderweise nie geboren wurde. Dazu kommen die Zwillingsbrüder Polydeukes und Kastor, als Teil jener spektakulären Mehrlingsgeburt, mit der Leda niederkam, nachdem sie ihre Nacht zuerst mit Zeus in Schwanengestalt und dann mit Tyndareos, dem König von Sparta, zugebracht hatte. Es entstehen vier, zum Teil sterbliche, zum Teil unsterbliche Kinder.
Zu Polydeukes gesellt sich Helena und zu Kastor kommt Klytämnestra. Der unsterbliche Polydeukes bat Zeus bei Kastors Tod darum, ebenfalls sterben zu dürfen. Und der versetzte die beiden als Dioskuren, die Söhne des Zeus, an den Himmel. Helena war im Übrigen die einzige Frau, von der Zeus sich als Vater ansprechen ließ. Sehr viele der mythologischen Figuren, die den Untergang Trojas rahmen, werden zu Sternen oder Sternbildern am Himmel. Sie können hier nicht aufgezählt werden, aber sie deuten auf die planetarische Dimension dieses Ereignisses hin, indem es, genauso wie es Hera im Wettbewerb um den Preis der Schönsten auf dem Iderberg einst Paris versprach, Zitat, um die Herrschaft über Asien und Europas Grenzen ging. Zitat aus den Troerinnen. Noch ein Wort zu Trojas Frauen. Die Troerinnen beginnen, nachdem die vormalige Antike, soweit sie in Sichtweise der Griechen lag, vernichtet ist. Mit Hilfe mythologischer Verweise zeichnet Euripides die alte Welt als Kultur einer heterogenen, kollektiven und erotisch durchmischten Ansteckungskraft. Kaum 4 Verse braucht er hingegen, um die neue Geschlechterordnung zu skizzieren, die sich mit dem Sieg der Griechen durchsetzt. Ich paraphrasiere die 4 Verse. Nach dem Köpfen der Männer herrscht Einsamkeit in den Betten. Junge Frauen werden zur Beute der Sieger und sollen für Griechenland Knaben großziehen. Das ist alles. Trojas Frauen werden den griechischen Männern per Los zugeteilt. Einige gehen als sogenannte Vorzugsbeute gezielt an Sieger. So wird Kassandra, die bacchantische Seherin, in das Bett von Agamemnon gezwungen. Andromache geht als Sklavin an Neoptolemos, den Sohn jenes Achill, der ihren Mann, den trojanischen Helden Hektor, tötete. Die Königin Hekabe geht als Sklavin an Odysseus, den Urheber der tödlichen List gegen Troja. Die Aufteilung zeigt, wie der Krieg sich in der Schlachtordnung zweier Geschlechter fortsetzt und seine Verheerung vervollkommnet nach dem Muster der Übertötung. Was gefallen ist, kann noch einmal gestoßen werden. Solange eine Frau noch atmet, gibt es einen Mann, der nachtritt. Und noch ein Wort zu Hekabe, die Euripides ins Zentrum seines Stückes stellt. Die einst mit Paris schwanger gehende Hekabe träumte, sie werde eine brennende Fackel gebären. Sie tat alles, um den drohenden Brand zu verhindern. Der Säugling wurde einem Sklaven zur Tötung übergeben, überlebte aber durch Hirten, die ihn als ihren Sohn aufzogen. Paris wurde ein ungewöhnlich schöner junger Mann und als solcher von Zeus bestellt, im Streit um den Schönheitstitel auf dem Iderberg zu urteilen. Hierbei fiel ihm Helena zu. So wurde der Fackelbrand also auf dem Iderberg gezündet, an dessen Fuß Troja zuletzt, Zitat aus den Troerinnen, Troja wie Rauch auf einem himmlischen Flügel schwindet. Im Stück behauptet Helena, dass Hekabe die Ursache allen Unglücks sei, weil sie Paris geboren habe. Doch diese Schuldzuweisung läuft bei Hekabe vollkommen ins Leere. Mütter sind nicht Urheber ihrer Kinder und Kinder sind noch nicht jene Leibeigenen, zu denen sie unter kleinfamiliären Bedingungen erklärt werden. Als Kinder der Tyche des Zufalls sind sie aber auch nicht einfach Gott gesandt. Hekabe hält die Götter ausdrücklich für, Zitat, schlechte Verbündete. Hekabe vergleicht sich mit einer, Zitat, Vogelmutter und meint damit eine mütterliche Kraft, die das lebendige Universum nicht in Gut und Böse teilt, sondern bejaht. Hekabes mythologische Mutterschaft ist nicht einfach weiblich im Sinn unserer geschlechtlichen Kodifizierung, sondern berührt sich mit tonischen Kräften, mit unpersönlichen Gaia-Kräften aus der Zeit des kosmogonischen Inzests. Nicht nur von Ferne gleicht sie jener sich in den Schwanz beißenden Schlange aus dem alten Ägypten, Uroboros, die heute
zu einem bekannten Tattoo-Star geworden ist. West-Ost-Risse. Im 5. Jahrhundert vor Christus eröffnet Herodot seine Historien mit Blick auf die entstandenen Gegensätze zwischen Ost und West. Er zitiert die Perser, die in der Eroberung von Ilion den Ursprung ihrer Feindschaft mit den Griechen sehen. Herodot fingiert ein erstes Rededuell zwischen Europa und Asien. In diesem Duell spricht Solon von der neuen Leidenschaft der Griechen für die Logik und den Logos. Neuerdings gelten bei den Griechen Wort, Schrift und Signifikanz als Äquivalente für Vollkommenheit, während sich Griechen über die Perser lustig machten, die keine Opferstätten kennen würden und den ganzen Himmel für Zeus hielten. Sich westwärts wendend entsteht mit den Griechen die neuere Welt, indem sie sich vom anderen oder verschiedenen abgrenzen und ihm die Kategorie desselben entgegenstellen. Für dasselbe, so Jean-Pierre Vernon, stehen zukünftig ein, Doppelpunkt, der Anthropos, der Mann, der Grieche, die Polis mit ihrer besonderen Beziehung zum Logos und, wie ich anfügen möchte, der Protagonist. Gründen heißt Grenzen ziehen, Boden behaupten, festigen, verteidigen, absichern und Identität gewinnen. In dem Wort Identifikation werden idem, derselbe und fackere, machen, miteinander verknüpft. Wortwörtlich also sich zum selben machen, sich mit sich zum gleichen zusammenschließen. Ein solcher Zusammenschluss setzt einen Riss voraus und da der Zusammenschluss aus Vernichtung und Ausschluss, des anderen gewonnen wurde, muss er sich zwanghaft in den Bewegungen einer inneren und äußeren Kolonisierung fortsetzen, anders kann sich die Gründung nicht erhalten, also sich nicht auf Dauer stellen. Wovon sich die Achaer losreißen, wenn sie Griechen in Hellas werden, ist eben die genannte heterogene, polyzentrische Welt der kosmischen Bezugnahmen, der Chöre, der Pluralität, der Vielgeschlechtlichkeit und so weiter. Hellas ist mit seinen Polis zunächst zwar auch noch polyzentrisch organisiert, aber die Selbstdefinitionen stehen schon alle im Singular, der Mensch, der Mann, der Grieche und so weiter, mit der Anmaßung universeller Geltung. Die Kosten, die auf dem Weg in das mit sich selbst identisch werden entstehen, sind immens. Strikte binäre Gliederungen, die Verbannung von Frauen und Mädchen aus der öffentlichen politischen Sphäre der Polis aufgrund ihres Geschlechts, ihr Einschluss in die wirtschaftliche Einheit des Hauses Oikos neben den Sklaven, die Ersetzung des Prinzips der Geburtlichkeit durch das Prinzip der Zeugung und die damit verbundene Verachtung von Frauen als solchen, Krieg im Innern, der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen, der fast 30 Jahre währt, an dem fast alle Stadtstaaten Griechenlands beteiligt sind und der mit beispielloser Härte, wie es heißt, geführt wird. Kolonisierung nach außen schließlich, der erste Sizilienfeldzug, der in einer Katastrophe für Athen endet und so weiter. Alles Ereignisse, während Euripides seine Tragödien schreibt. Zum Versuch einer solchen Selbstgründung schreibt Heiner Müller in Bezug auf sein Stück Philoktet: Die Grenze passiert den Körper, der sie überquert, der Riss ist die Passage. Identität, die sich auf eine gewaltsame Grenzziehung stützt, inkarniert den Riss, das heißt die Gewalt, die sich in Aggression übersetzt. Müllers Bearbeitung des sophokleischen Stücks fokussiert die Einsicht des Odysseus, dass der Gebrauchswert des toten Funktionärs Philoktet dem des Lebendigen in nichts nachsteht. Denn Odysseus will die Waffe des Philoktet, also den Bogen und die giftigen Pfeile jenes Herakles, der ihm sie gab, und er braucht diese Waffe für den Sieg über Troja. Müller schreibt: Der staatliche Griff nach den Toten
zeigt den römischen Zuschnitt, den die Bearbeitung, also seine Bearbeitung, vornimmt, mit dem Blick auf den Trojanischen Krieg als blutigem Umweg der Geschichte zur Gründung Roms, das die Ära Griechenlands beenden wird. Die neuzeitliche Parallele, Hitlers Überfall auf die Sowjetunion und sein gegenläufiges Resultat, die Öffnung der kapitalistischen Welt für die Druckwelle der im Namen der Akropolis ausgepowerten Dritten. Damit sind wir jetzt ohne Vorwarnung zu Heiner Müller zurückgekehrt und schon mittendrin in seinen Thematisierungen jener Ost-West-Risse, die Europa durchziehen und Deutschland in besonderer Weise zeichnen. Dabei denkt Müller in historischen Schichten, die sich überlagern. Er denkt Geschichte im deleuzianischen Bild der Stratigraphie, der Schichtenkunde, in der vorher und nachher nicht chronologisch aufeinander folgen, sondern übereinander geschichtet vorliegen. Vorher und nachher bilden Ebenen, die koexistieren. Ihre Koexistenz erzeugt eine tiefe Instabilität, namentlich der Ost-West-Spannungen, aber auch der Europa-Idee, die für Müller in den Gesprächen und Interviews um 1990 irgendwo zwischen mangelndem Wissen in Sachen Schichtenkunde und einer, Zitat, rein ökonomisch motivierten Kampagne schlingert. Schichtenkunde mit Heiner Müller. Ich will im Folgenden das anhand von 8 durchnummerierten Punkten darlegen. Also etwas systematisch, keine innere Systematik, eine äußere. Erstens geht es um eine Klarstellung. Zwar ist Europa der Name eines asiatischen Mädchens, das von einem Gott in Stiergestalt nach Kreta entführt wird, aber die griechische Gründung ist deswegen nicht gleich europäisch. Die griechische Gründung mit ihren Merkmalen, erstens Auszug aus einem kosmischen Gerüst, zweitens Ausschluss der Frau, drittens Eintritt des Mannes in die Geschichte vor dem Hintergrund der, viertens Adoration männlicher Fruchtbarkeit. Es gibt das Grundmuster nur noch menschlicher Gründung vor. Die oben genannte neuzeitliche Parallele, die Müller für das 20. Jahrhundert andeutet, setzt jedoch eine verabsolutierte Zentralperspektive voraus, die erst mit der Gründung Roms auftritt und die Griechenland imperial degradiert und ausrauben wird. Müller, für den Rache ein wesentliches Motiv von Geschichte ist, formuliert zugespitzt, Rom ist die Rache für Troja. Müller schreibt, es gilt zwar als ausgemacht, dass die griechische Kultur europäisch ist, doch da täuscht man sich über die orientalischen, die ägyptischen und asiatischen Einflüsse hinweg, wie sie Hölderlin in seinen Anmerkungen zur Sophokles-Übersetzung festgehalten hat. Europäisch wird das Theater erst in Rom als Kopie. Das ist das Problem des europäischen Theaters. Es ist zur Kopie verkommen. Ein kurzer Kommentar. Mit Rom ändert sich das Verhältnis zum Raum der Vergangenheit. An die Stelle vormaliger Größe tritt das Kriterium der Autorität. Etwas, wie Hannah Arendt sagt, wofür es im Griechischen noch nicht einmal ein Wort gibt. Während die Griechen nach Maßstäben suchten, sucht man seit den Römern nach Autorität als Legitimation. Der Kaiser wird vergottet, der Pater Familias zur absoluten Autorität und die Chronologie der Successio, der Nachfolge, zum Universalmittel für Tradition, Fortsetzung und imperiale Ausdehnung. Alle diese Mittel erhalten eine schriftliche juridische Form und werden später zementiert durch das Kirchenrecht der römisch-katholischen Kirche. Tradition, Religion, Autorität bilden nach Arendt die drei Säulen der abendländischen Welt. Während Rom das Pantheon samt lateinischer Umbenennung seiner Protagonisten und das Theater als Kopie übernahm. Das Problem dabei,
jede Kopie glättet und vereindeutigt. Sie bannt die Schrecken und gewinnt an Harmlosigkeit. Aus Artemis etwa wird Diana. Die Kopie drängt auf den Unterhaltungssektor, der sich Realita mit Todesmaschinen paart. Gemeinsam verdrängen sie den Tod als Aspekt des Lebens. Das ist das Problem, das Rainer Müller sieht. Alle Funktionen des Theaters, Zitat, das Sterbenlernen, die Rehumanisierung des Körpers, die Kommunikation mit dem Tod sind zur Kopie verkommen. Zweitens, Rom driftet, wiederum in Form wiederholter Stöße, als West- und Ostrom auseinander. Diese Drift vertieft den Riss, der an Gewalt gewinnt. In seiner Rede zum Kleistpreis sagt Müller 1990, Zitat, das Preußen des Heinrich von Kleist ist eine Erdbebenzone, von Verwerfungen bedroht, angesiedelt auf dem Riss zwischen Ost- und Westrom, Rom und Byzanz, der in unregelmäßigen Kurven durch Europa geht, blitzhaft sichtbar, wenn nach dem Verlust einer bindenden Religion oder Ideologie die alten Stammesfeuer neu gezündet werden. Einem Riss, in dem zum Beispiel Polen immer wieder verschwunden ist. Zitat Ende. Risserscheinungen werden blitzhaft sichtbar und sind jeweils anders geartet. Wo sie zu einer unerbittlichen Polarität summiert werden, wird scharf gemacht. Dann wird, was auch immer unter Westen oder Osten verstanden werden mag, in einer überhistorischen Geschichtserzählung, also Müllers Bild der Stammesfeuer, gepresst, in der sich beliebig unterschiedliche Elemente zu ideologisch hochtoxischer Wirkung bündeln lassen. Im Januar 1989 schreibt Müller ein Vorwort zu Curzio Malaparts Bericht von der Front 1941 vor Moskau. In Malaparts Blick, so Müller, auf das Mausoleum in Moskau, Zitat, Lenin, der assimilierte, an Russland gescheiterte Römer, von Stalin byzantinisch eingeschreint, scheint eine andere Wahrheit auf. Wir sind zwei Europa, das eine von Rom, das andere von Byzanz geprägt. In der schwierigen Balance auf dem Grenzriss warten Polen, Ungarn, die CSSR und die DDR auf ihre eigene Geschichte. Drittens, Ost- und Westrom sind unterschiedliche Kirchensysteme, Kirchenkulturräume. Die Kirche stellt in Osteuropa einen ganz anderen Faktor dar als der Katholizismus in Südeuropa etwa. Im Interview, ebenfalls aus dem Monat Januar 1989, heißt es beim von Müller, historisch gesehen gibt es dieses eine Europa überhaupt nicht. Schon wegen des Katholizismus gehöre Polen zum römischen Europa. Aber für die Spezifik der Perestroika ist Gorbatschows Erkenntnis ebenso bedeutsam, dass er diesen Prozess ohne die Hilfe der Kirche nicht gewinnen kann. Und diese kirchliche Tradition geht wieder auf Byzanz zurück. Zitat Ende. Das katholische Prinzip, das an höchster Stelle einen Stellvertreter Gottes auf Erden kennt, hängt der Lehre von den zwei Naturen an, also wahrer Mensch und wahrer Gott. Im byzantinischen System, in dem Monophysiten die Lehre der einen, nur göttlichen Natur von Christus verbreiten, wirken Patriarchen traditionell als Partner an der Seite weltlicher Machthaber und heiligen mitunter ihren Krieg, wie das heute der Patriarch Kyrill in Moskau tut. Viertens bezeichnet Müller 1989 die neue innereuropäische Entspannung zwischen Ost und West als Illusion, die auf der Unkenntnis der eurasischen Realität beruhe. Den Westeuropäern ist nichts unbekannter als Russland bzw. die Sowjetunion. Diese Eigenschaft, hartnäckiger zu sein als die Eroberer, hat mit Russlands asiatischem Rücken zu tun. Ein den meisten Europäern völlig unbekannter Faktor.
Diesen Faktor kennzeichnet Müller, soweit ich sehe, anhand dreier Merkmale. Er nennt erstens die langfristigen Wirkungen der Dimension des Nomadischen, zweitens des Sibirischen als Folge der russischen Kolonisierung Nordostasiens im 16. und 17. Jahrhundert und drittens das Prinzip Quantität statt Qualität. Dabei spricht Müller natürlich nicht als Historiker, sondern als einer, der sich in Deutschland politisch und existenziell mit Ost-West-Rissen konfrontiert sieht und dieser Konfrontation nicht ausweicht. Das Spannungsfeld zwischen Europa und Asien bilde eine, Zitat, europäische Grunderfahrung im Osten durch die sowjetische Besetzung aufgefrischt, Zitat Ende. Fünftens, zur Dimension des Nomadischen, die Müller in zahllosen Varianten anspricht, gehört, dass Nomaden nichts gründen. Zitat, die Mongolen haben, selbst als sie halb Europa, die Türkei, große Teile des Orients erobert hatten, in ihren Besitzungen nie eine Stadt gegründet. Sie haben ihre Toten so begraben, dass sie nicht mehr auffindbar waren. Die Toten wurden irgendwo versenkt und dann ritten sie so lange darüber, bis das Grab nicht mehr zu sehen war. Ohne Tote kann man jedoch keinen Staat gründen. Zitat Ende. Mongolen haben erobert, aber nicht missioniert. Ihr Imperium geht von der Expansion zur Konsolidierung über, indem es zerfällt. Es adaptiert kulturelle Fortschritte der sesshaften Bevölkerung. Für Müller ist das Nomadische mit einer bestimmten Elastizität verbunden. Zitat, ein Provisorium zu sein, nomadisch, auf dem Sprung sein, notiert er. Sechstens, mit dem sibirischen Vektor ist die Kälte verbunden, die Zementierung des Denkens in militärischen Kategorien, die terroristische Identifizierung antisowjetischer Elemente, die Befehligung von Häftlingsmassen in Arbeits- und Straflagern. Zitat, als 1941 in den Wäldern vor Moskau die ersten sibirischen Regimenter auftauchten, beginnt ein anderer Krieg, in Moskau eine kältere Lektüre, schreibt Müller. Deportationswellen treffen Angehörige von Ethnien, die im Verdacht stehen, mit den Deutschen zu kollaborieren, sowie deutsche und österreichische Emigranten. Die Verbannungsziele liegen überwiegend in Sibirien und Mittelasien. Stalin setze auf die, Zitat, Zeitreserve von Russlands asiatischem Riesenrücken und nahm eine brutale Korrektur von Lenins vorsichtiger Nationalitätenpolitik vor. Zitat Ende. Aus der Zeitreserve würde so, Zitat, eine Zeitbombe. Bei der Militärparade zur Feier der am 2. Februar 1943 bei Stalingrad gegen die Wehrmacht siegreichen Roten Armee heißt es dieser Tage in Moskau erneut, Zitat, führe mich, großes Russland, zur Arbeit, zum Tod, zur Heldentat. Siebtens, Quantität statt Qualität. In seinem letzten gefilmten Gespräch mit Alexander Kluge, Demokratie als Allesfresser, 1995, ein Gespräch, in dem alle hier zusammengetragenen Aspekte wie in einem Brennspiegel versammelt, noch einmal auftauchen, spricht Müller von einem Russland, in dem es nie um Qualität, sondern immer nur um Quantität ging, um Menschenmassen, Ungeheure, sodass es nicht darauf ankomme, ob man in einer Nacht 5.000 oder 50.000 umbringt, wie er sagt. Peter der Große, der mit Massenhinrichtungen von Gegnern nicht sparte, dessen Sohn unter Folter starb, wird erwähnt. Einzufügen wäre hier
der Holodomor Stalins in den 1930er Jahren in der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik, inzwischen auch vom Deutschen Bundestag als Genozid anerkannt. Müller nennt das Beispiel einer Unterhaltung von Schuko, dem ehemaligen sowjetischen Verteidigungsminister, und Eisenhower, in dem es um die Frage ging, wie räumt man ein Minenfeld? Die Antwort Schukos: mit den Stiefeln eines marschierenden Bataillons. Müller nennt Beispiele aus der Filmwelt, Tarkowski, Eisenstein, in denen Massen von Tieren oder Dingen vernichtet wurden, damit die Filmeinstellung stimmt. Also ein raumschaffendes Moment, fragt Kluge zurück im Gespräch, das wäre tatarisch. Das ist, glaube ich, sagt Müller, asiatisch. Achtens und letztens bestreitet Müller vehement die Möglichkeit, entlang der Ost-West-Risse Identität zu gewinnen, die nicht in Gewalt und Terror mündet. Darüber hinaus hält er jegliche Identität für ein Phantasma. Zitat: diese Identität ist doch Fiktion. Alles Lebendige verändert sich in jeder Sekunde. Wer mit sich identisch ist, der kann sich einsargen lassen, der existiert nicht mehr. Zitat Ende. Müller würde vermutlich den Satz von François Julien unterschreiben: es gibt keine kulturelle Identität. Es gibt keine dritte oder vermittelnde Sprache, sondern nur das Zwischensprachliche, wie der Sinologe Julien formuliert. Mein Platz wäre auf beiden Seiten der Front, heißt es bei Heiner Müller, zwischen den Fronten darüber. Das Zwischen ist der Ort für die Sprache des Dialogs, der sich im Abstand entwickelt, sodass das einmal Getrennte im Blick bleibt und sich in Spannung zueinander aufrechterhält. Indem ich vom Zwischen anstelle von Entgegensetzung ausgehe, wird die Bewegung der identitären Schließung unterlaufen. Ein kurzer Schluss. Ich denke, dass unheimliche Resonanzen vielleicht hörbar geworden sind. Die vielfältigen Schichten des Ost-West-Risses, die Müller wieder und wieder aufmacht, ausgräbt, frei zwischen historischen, politischen, mythologischen Materialien und den Künsten pendelnd, indem er unerwartete Kontaktnamen hervorbringt, mit dem Wunsch, Geschichte aus dem Museum herauszuholen, sie dem Tod zu entreißen, denn nur außerhalb des Museums spricht sie die Geschichte, sprechen die Toten mit uns. Nur außerhalb des Museums entsteht das Zwischen als Raum des Dialogs. Müller fördert auf diese Weise Materialien zutage, in denen auch das gesamte ikonische Arsenal anklingt, mit dem heute die russische Führung, atavistisch und pseudohistorisch, jenes mystische russische Universum beschwört, das im Krieg gegen die Verwestlichung und westliche Russophobie territorial wieder herzustellen sei. Eine tödliche Herausforderung, von der heute die Ukraine existenziell bedroht wird. Wir haben uns die Rückkehr des Krieges nach Europa nicht vorstellen können. Genau darin und mit dieser selbstgewissen Haltung partizipieren wir an diesem Riss und an seiner Geschichte, die im Plural geschrieben werden muss. Wir sind daher verpflichtet, hinzusehen, zu lernen und uns nicht zu arrangieren. Dieser Krieg ist kein Diskurs, sondern konkret, existenziell. Wir haben es heute mit einem Ernstfall zu tun, für den wir, was die dafür notwendigen Denkmittel und Verhaltensformen angeht, denkbar schlecht gerüstet sind, schreibt Karl Schlögel in seinem Buch Entscheidung in Kiew. Er verlangt die kritische Selbstrevision westlicher Identifikationsmuster von sich selbst und von anderen. Zitat: Ukraine, das war bis vor kurzem im Horizont der meisten Deutschen nichts weiter als Hinterhof, Einflusssphäre, Pufferzone und Objekt anderer. Kein Subjekt, das eine eigene Vorstellung von seiner Geschichte hat und sein Leben einrichten kann, wie es will,
und wie es jeder anderen Nation zugestanden wird, ohne Wenn und Aber. Die geschichtliche Erfahrung der Völker zwischen Russland und Deutschland, Polen und Balten vor allem, gilt in diesem Diskurs immer noch wenig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ulrike, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielleicht ganz kurz, im Programm ist ja noch angekündigt, der Vortrag mit Volker Braun um 20 Uhr, der verschoben werden muss. Das heißt für uns, wir haben etwas mehr Zeit. Wie angekündigt, ich werde das Gespräch mit dir beginnen und wir werden es dann öffnen auf Sie alle. Ich bin hängen geblieben an einer Figur, ungefähr in der Mitte deines Vortrages, wo du sprichst von dieser Schichtenkunde, also wo die Rede ist von übereinander geschichtete Ebenen, die koexistieren, von Risserscheinungen, von unregelmäßigen Kurven. Und ich dachte zunächst, dass es in eine Richtung gehen würde, dass diese Schichten, diese Heterogenitäten eigentlich etwas seien, was so etwas wie eine konsistente Identität oder so etwas wie eine klare Ost-West-Gegenüberstellung von Grund auf verunmögliche. Also im Sinne von, man kann auf diesen Schichten überhaupt nicht gründen. Und dann führst du den Text aber oder deine Überlegungen dahin zu sagen, genau diese Risse werden am Ende scharf gemacht zugunsten der Ost-West-Dualität. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Also was ist das für ein Raum tatsächlich, der da entsteht zwischen diesen Friktionen auf der einen Seite und dann diesen ideologischen Scharfmachungen? Naja, es ist zunächst mal kein Raum. Es gibt da keinen eigenen Raum. Sondern es geht gerade mit dem Begriff des Risses bei Müller. Ja? Es geht um die Aufmerksamkeit für diese Fraktur, eine eurasische Fraktur in der Tat. Eurasien ist ja ein Kunstwort, ja? Ein geografischer oder geologischer Begriff. Europa und Asien werden zusammengefasst als Kontinent, als Landmasse. Aber eigentlich ist es ein Kunstwort. Kontinent heißt kon, also zusammenhalten. Etwas soll zusammenhalten, das hält aber nicht zusammen. Ja. Und zwar durch Gründungsereignisse. Das ist jetzt hier die These. Ja. Also aus einem Geflecht, was ich sozusagen von georäumlichen Bezügen, was sich im Geschichtsdunkel verliert, weil wir, relativ spät erst sozusagen die Schrift auftaucht, Homer ist deswegen ein Buch, weil es seit 50 oder 100 Jahren davor die Schrift eben gibt, das griechische Alphabet gibt, und davor gibt es nichts, was uns in geschriebener Form erreicht hat. Das heißt, wir sind in Bezug auf diese räumlichen Verflechtungen, ja, also die können wir als solche nicht rekonstruieren oder so. Das verliert sich einfach. Und für mich war diese Beschäftigung mit dem Trojanischen Krieg deswegen so, oder andersrum gesagt, der Trojanische Krieg ist das zentrale Ereignis, was in den Schriften von Homer bis Euripides, sind fast 300 Jahre, ein zentraler Gegenstand des Nachdenkens und der schriftlichen Selbstformulierung bei den Griechen ist in unterschiedlichster Weise. Ja. Und es ist der Gegenstand der Auseinandersetzung sozusagen mit dem, was sie gründet, ja, was dann auch in die Moderne sozusagen der Beziehung von Polis und Logos einwächst. Ja? Und
wenn wir diesen Materialien, uns mit diesen Materialien befassen, mit dem sich die Griechen sozusagen, mit dem, was historisch einem oralen, einem mündlichen Universum angehört, zu dem wir keinen Zugang haben. Ja? Wenn wir uns damit beschäftigen, was die sozusagen, wie die ihre Gründung und dieses zentrale Ereignis, mit dem sie sozusagen anfangen, auch die Bühne der Geschichte zu betreten, die Schrift, mit der sie anfangen werden zu schreiben und zu überliefern, wie sie sozusagen diese vormalige Welt gesehen haben. Ja. Dann wird deutlich, und das ist eben in diesen Materialien mit dokumentiert, dann wird deutlich, dass sich die Gründung mit einer außerordentlichen Gewalt, mit einer außerordentlichen Kraft der Vernichtung, Troja ist ja bis auf den heutigen Zeitpunkt nicht wirklich sicher auszumachen, wo das mal gelegen haben könnte, also nicht vollkommen sicher, also mit einer derart vernichtenden Kraft gründet und damit sozusagen einen ersten Riss in diesem Kontinent, den man mit dem Kunstwort Eurasien bezeichnen kann, herstellt. Ja. Und Müllers Auseinandersetzung jetzt damit besagt, oder Müllers Schichtenkunde, um dieses Wort aufzugreifen, der sagt, das ist grundsätzlich instabil. Der Riss selber zeigt, dass an dieser Stelle keine Stabilität entsteht und zu erwarten ist. Also dass auch die Gründung, die mithilfe dieses Risses entstanden ist, instabil, also grundlegend instabil sich verhalten wird. Und von da an fängt man sozusagen, zieht eine Risserscheinung die nächste nach sich. Ja, also im Innern Griechenlands ist es schon sehr bald nachdem die großen Tragiker anfangen zu schreiben, im selben Jahrhundert noch der Peloponnesische Krieg, der in Hellas ja, die Städte verheert, die ersten Kolonisierungen und so weiter. Und jetzt hat die Gründung aber immer, ganz kurz noch, die muss sich ja irgendwie stabilisieren. Ja, das ist ja eben das gegenläufige Prinzip. Eine Gründung muss über den Moment der Gründung hinaus sich erhalten können. Und in dieses Erhaltungsbestreben spielt mit, dass in anderen Konstellationen dieser Ost-West-Riss oder der Riss, der Osten und Westen herstellt, ja, dass der politisch, ideologisch und mythologisch auch, wird dann eine Erzählung draufgesetzt, die anhand dieses Risses Grenzen herstellen will. Und das ist, kann nicht anders als mit Gewalt einhergehen. Das ist, und du sagst ja auch, dass es eine beliebige Zusammenfügung von Eigenschaften tatsächlich ist, die sich dann zu einer hochtoxischen Wirkung entfalte. Könntest du was dazu sagen, welches Potenzial es denn gäbe, sich diesen Schichtungen, diesen Rissen zu stellen, jenseits dieser Scharfmachung? Also jenseits dieser Dualität Ost-West? Also erstmal nochmal zu dem Element des Beliebigen. Da ist ja Urerzählung oder kein Ursprung. Ja, der ist ja nicht auszumachen, der verläuft sich ja eben in einer, sage ich mal, viel ursprünglichen oder ursprungslosen Zeit. Das heißt, jeder, der behauptet, also das ist jetzt der Westen und das ist jetzt der Osten, wird einen Ursprung fingieren müssen. Er wird sagen, der Ursprung liegt
für dieses Reich liegt er in einem urgermanischen Kosmos oder in einem, in den 30er Jahren gab es tatsächlich die Theorie, dass das Paradies, es wurde lokalisiert, ja, lag an vier Flüssen in Nordmecklenburg und wurde, und die ersten Menschen waren eben dementsprechend Germanen, ja. Also das meine ich mit beliebig. Also das heißt, der Ursprung wird fingiert, man rafft beliebiges Material zusammen, was man eklektisch einfach zusammenstoppelt und macht daraus eine Erzählung, die dann als der Westen oder als Deutschland oder als Russland verteidigt wird, ja, und behauptet wird. Und das Ziel dabei ist immer die Herstellung einer alten Größe, auch in einer ehemaligen Größe, die aber fingiert ist natürlich. Ja. Und ich denke mal, die ganz andere Möglichkeit, wir partizipieren, sozusagen wir partizipieren, wenn man Müllers Auseinandersetzung, seine Jahre, fast jahrzehntelange Auseinandersetzung mit diesem mit dieser Ost-West-Spannung und diesem Riss anschaut, also wir partizipieren an dieser Spannung, aber wir scheuen die Konfrontation, also wir scheuen die Auseinandersetzung. Das ist sozusagen der Vorwurf oder die, ist kein Vorwurf, die Beobachtung, die Müller macht. Ja. Er sagt, und insbesondere ist die Nichtbefassung mit dieser Spannung, wird von ihm lokalisiert auf der westlichen Seite. Ja. Und warum, sagt er, es gibt im Westen sozusagen die Tradition einer selbstgewissen Identifikation, also einer Identifikation, die sich gar nicht richtig zu erkennen gibt. Ja. Das Gefühl einer Überlegenheit, die sich aber eigentlich stützt auf einen, auf den Vorgang einer kapitalistischen Überlegenheit, die mit der Bundesrepublik ab 1949 sich da sozusagen ökonomisch gefestigt hat. Und deren Nutznießer man willkürlich und unwillkürlich ist und über dieses stille nutznießende Verhältnis sozusagen auch nicht nachdenkt und dem nicht in die Augen guckt. Also der westliche Kapitalismus quasi als etwas, was uns blind gemacht hat. Also diese Blindheit oder dieses Nichtverstehen, das scheint mir ja auf mehreren Ebenen stattzufinden. Das eine scheint eben genau diese Identifikation des Westens mit sich selber zu sein. Aber du sprachst ja auch im Rekurs auf Heiner Müller von diesem asiatischen Rücken Russlands, also wodurch es dem Westen eigentlich nie wirklich möglich gewesen sei, Russland zu verstehen. Da kommt dieser geografische Aspekt ins Spiel. Und da macht es vielleicht auch Sinn, du hattest über Karl Schlögel gesprochen, mir fiel Albrecht von Lucke, der Politikwissenschaftler, ein, der wenige Wochen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schrieb, dieser Angriffskrieg sei das Ende unserer Illusionen gewesen, derweil wir eigentlich unsere sogenannte zivile Logik verabsolutiert hätten und Putin auch nicht wirklich beim Wort genommen haben. Also da scheinen ja mehrere Aspekte am Werk zu sein. Also ich sagte schon, geografische Aspekte, mentalitätsbezogene Aspekte, systemische Aspekte eben auch. Wie könnte man sehen lernen oder wie hätten wir sehen lernen können, wie könnten wir jetzt sehen lernen? Große Frage vielleicht auch, welche Rolle könnte das Theater dabei spielen? Ist ja auch eine Frage an mich selber. Vielleicht gibt es ja eine prägnante Antwort darauf. Oder eine exemplarische Antwort darauf. Ja, das Problem, zentrale Stelle habe ich ja schon auch mit zitiert von Müller. Ja. Er sagt, ein zentrales Problem ist die Erbschaft, dass wir das Theater nur als Kopie haben. Ja.
Und das Problem der Kopie ist, dass sie eben sich am liebsten mit dem Unterhaltungssektor verbündet. Ja. Und das Zweite hatte ich den Ausdruck, sie verbündet sich mit der Kriegsmaschine. Das ist jetzt ein abstrakter Begriff. Also, aber das, was dahinter steht oder was dahinter, was, wie man es vielleicht auch formulieren könnte, sie verbündet sich mit der großen Zahl, mit der Quantität, jetzt nicht in Form von Toten oder in anderer Form, kann man fast sagen, sondern in Form von, wie sagt man dazu, Platzausnutzung, Klickzahlen. Erfolg. Ja, der im kommerziellen Sinne. Ja. Der so ausgedrückt wird, ja, also als der so gemessen wird. Die Zahl. Ja, der Quantität eben, ganz genau. Ja. Und da hat man das Element der Quantität, also die Kriegsmaschine, wenn Sie so wollen. Ja. Und diese beiden Elemente, die eine Kopie auszeichnen, ja, eine Kopie gründet sich nicht nochmal auf eine eigene Erfahrung, sondern kopiert eine andere. Das sind die Schwäche des Theaters. Und ganz grundlegend meint Müller das. Und ich denke, was er dagegen setzen würde, wäre erstens eine Auseinandersetzung, Konfrontation mit diesen historischen Kräften, an denen wir partizipieren. Zum Beispiel partizipieren wir auch gewollt oder ungewollt an globaler Ausbeutung natürlich. Ja. Also dem ins Auge zu gucken und sich damit zu konfrontieren, nicht weggucken. Jetzt habe ich das zweite Moment vergessen. Ist gerade weg. Ja. Ach so. Und das zweite Moment wäre, es muss, also Theater muss wie jede Kunst, muss von einer Erfahrung ausgehen. Ja, das ist das zweite Moment. Also sich konfrontieren und erfahren. Ja. Ich habe mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch ein bisschen auf vermintes Terrain begeben. Und habe angefangen, Alexander Dugin zu lesen, also diesen kremlnahen Philosophen, und bin bei Dugin auf einige, naja, sagen wir mal, ähnliche Kritikpunkte gestoßen, die du auch bei Hannah Müller zitierst. Also beispielsweise eine Skepsis dieser westlich orientierten, also der Westen, der sich stark an Technisierung, an Maschinen orientiert. Da gibt es ja in den Interviews, auf die du rekurrierst, bei Müller eine Stelle, wo er sagt, also Erfahrung und Geist werde eigentlich, das sagte er schon um 1990, durch Maschinen okkupiert und so etwas wie Sinnlichkeit werde von Maschinen kolonisiert. Das ist ein wörtliches Zitat gewesen. Ja, da würde Dugin nicht widersprechen, also im Sinne von, der Westen sei deswegen nihilistisch, weil er den Menschen durch die Maschinen ersetzt. Das wäre so eine Schnittmenge, die man erstmal finden kann. Aber es geht noch weiter. Also du hattest dich ja in puncto Müller oder im Rekurs auf Heiner Müller zum Thema Zeitlichkeit geäußert, dass es dort ein Ineinandergreifen von Zeitlichkeiten gibt erst einmal, was Eurasien betrifft. Also vorher und nachher sind nicht chronologisch aufeinanderfolgend, sondern koexistieren. Es bilden sich Ebenen und Schichten. Wir sprachen darüber. Und auch Alexander Dugin erweist sich als ein Kritiker der chronologisch-linearen Westzeit, also am fortschrittorientierten Westzeit. Ich lese kurz vor. Dugin hält ihr ein Modell einer räumlich gefüllten Zeit entgegen, einer temporalen Gleichzeitigkeit. Die Ebenen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durchdringen sich wechselseitig. Das Fortschrittsversprechen der Moderne versündige sich an der Fülle des gelebten Augenblicks. Und was er quasi dieser Westzeit entgegenhält, ist eine russische Traditionszeit, die in Russland wieder lebendig werde, in der
naja, alles an seinem Platz sei, alles seine Ordnung habe, alles seinen kosmischen Sinn habe. Wo im Grunde diese linear-progressive Zeit der Moderne durch eine zyklische Zeit oder Traditionszeit ersetzt werde. Das jetzt nur mal ganz skizzenhaft und wir werden da ja auch nicht wahnsinnig ausführlich drüber sprechen können. Trotzdem würde mich interessieren, könntest du diese Kritiken einordnen von Müller und Dugin eben am Westen und vielleicht auch voneinander sondieren? Ja, für mich liegen da Welten dazwischen. Ja, also dieser Ultranationalist. Und das, ich meine auch das, was du vorgelesen hast, das ist ja im Grunde genommen also der Traum, oder es geht ja zurück auf den, oder es ist ein Traum von der Wiedereinrichtung eines zyklischen, also mittelalterlichen Welt- oder Zeitbildes, ja, in dem alle Zeiten und dieses in alle Zeiten sozusagen einen einzigen Raum bilden. Und dieses also die gefüllte Raumzeit oder irgendwie sowas, Zeitraum, keine Ahnung, ich hab's nicht so schnell verstanden. Eine temporale Gleichzeitigkeit, genau wie im Mittelalter tatsächlich. Die Ebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durchdringen sich wechselseitig. Ich komme nur deswegen drauf, weil du Müller zitiert hattest, eben mit diesen Schichtungen, ja, also wo sich auch im Grunde das Vorher und Nachher nicht aufheben oder nicht in einer chronologischen Reihenfolge aufeinander folgen. Also nur ganz kurz. Mhm. Ich versuche es ganz kurz anzutippen, weil... Ja, wir müssen gleich, ich denke, ja. Nur gesagt, das sind ganz andere Schichten, ja. Die Schichten von Foucault, die Archäologie der Geschichte und nicht diese nationalistisch, das klassische Bodenmodell, wie es hier auch aus der Antimoderne kann, das ist quasi ganz abgeschlossen. Ja. Zeitraum. Lassen Sie uns gleich drüber sprechen, weil wir auch ein Mikro brauchen für Sie als Publikum, sonst kriegen wir es nicht im Stream übertragen. Und pardon, auch, ja. Auch wieder ein Modell, was in der Vergangenheit liegt, was natürlich transzendental gestützt ist. Also dieses Modell von Zeit, das liegt im Auge oder ja, ist im Auge des Schöpfers verankert, ja, im Auge einer ewigen Instanz. Ja, und das ist ja etwas vollkommen anderes, ja, als dieses, ein Wort noch zu den Schichten. Die Schichten, es wird zwar dieses Modell benutzt, also die Schichten, die so wie im Boden sozusagen übereinander geschichtet liegen, aber in seinem Geschichtsdenken behandelt das ja Müller als einen dynamischen also ein bewegliches Instrument. Also ich kann Kontakt aufnehmen zu einzelnen Schichten. Ja? Die Schriften von Aeschylus liegen vor, ich kann das lesen, wenn ich möchte. Ja? Das ist damit gemeint. Ich kann über sehr lange Zeiträume hinweg Kontaktstellen bilden. Ja? Die Schichten stehen nicht von sich alleine, sie äußern sich nicht von selbst. Und sie stehen nicht von alleine miteinander in Kontakt, sondern sind sozusagen, sie müssen angesprochen werden, aus dem Museum herausgeholt werden. In diesem Zwischenraum sozusagen beginnt dann die Möglichkeit eines Dialogs mit ihnen. So. Dialog mit ihnen ist auch ein wunderbares Stichwort. Ja. Wir haben ein Mikro. Ich sagte das gerade, wir brauchen das tatsächlich für Ihre Beiträge. Und es kündigte sich ja auch schon an von Ihnen, von Sebastian, von dir ebenfalls auch. Dürfen wir Ihnen das Mikro reichen? Also Sie fingen an, über Foucault zu sprechen. Mögen Sie das nochmal ausführen vielleicht? Nein, dann geben wir es an Sebastian. Also kein Zwang, bitte. Ne? Wenn es sich erledigt hat, ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, erstmal Dankeschön für den sehr interessanten Vortrag, sehr vielfältigen Vortrag.
Sie haben es angekündigt, der nicht direkt zur Kriegsfibel Bezüge hat, aber das ist vielleicht auch nicht notwendig. Ich hatte eben nur eingeworfen, dass das ein anderes Schichtenmodell ist, dass das die Archäologie Foucaults ist, die Müller hier transportiert und aufs Theater oder in die Kunst bringt. Und das hat mit dem Schichtenmodell, das ist gar kein Schichtenmodell, sondern das ist eine Raum-Kreis-Metapher, die wirklich zu den Ursprüngen zurück will. Das ist der große Unterschied tatsächlich. Ja. Naja. Ich hatte eine andere Frage. Also wenn man das Modell von Müller akzeptiert, und ich finde es sehr interessant, wenn es auch sehr metaphorisch ist und überzeugend, gibt es ja diesen Riss zwischen Troja und den Griechen und dann Griechen weiter, die römische Kopie sozusagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war deine Sympathie eigentlich eher bei Troja, bei der Vielfalt, bei dem nichtgeschlechtlichen Dualismus und so weiter und so fort. Bei deinem Sprung aber in die Gegenwart war dann eigentlich der Osten, das Eurasische, eigentlich doch eher das negative Beispiel, was daraus geworden ist, also Sowjetunion, Russland und der Westen bei aller Kritik, bei aller Blindheit, doch eher das Positive. Und da habe ich irgendwie gestutzt. Eigentlich müsste es doch eine Kontinuität von Troja über die Tartaren bis nach Russland geben. Und auf der Westseite wäre dann eben Griechenland, Schrift, Rom, Kopie, Caesarismus, Gesetzlichkeit und die Ignoranz des Westens. Aber dein Modell ist an der Stelle, geht über Kreuz, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber jedenfalls gibt es da keine Kontinuität. Ja. Das ist richtig. Ich will zwei Sachen dazu sagen. Also das eine ist, dass diese Erbschaften, diese fluide Welt sozusagen, erstmal ist Beschreibungen entnommen, die die Griechen zu einem Zeitpunkt machen oder reflektieren, ja, wo sie schon längst in der Gründung drinstehen. Ja, also im Übergang vom 6., also zum, das klassische Griechenland, in dem sie klassisch werden. Ja. Und da finden wir diese Auseinandersetzung der griechischen Autoren mit einer vormaligen verlorenen Antike. Und dieses Bild, und sie zeichnen in etwa dieses Bild, oder ich entnehme den mythologischen Verweisen, die sie machen, dieses Bild. Aber es ist sozusagen, nachdem die Gründung, das Gründungsgeschehen sich davon abgesetzt hat, ist diese sowieso nur imaginierte Welt, kann man fast sagen, für kein Reich mehr erreichbar. Ja? Also für keine Gründung mehr erreichbar. Das Band ist historisch gesehen zerschnitten. Ja? Jetzt ist es aber so, dass diese Erbschaften, das ist auch eine Frage, die mir Sebastian mehrfach gestellt hat, dass diese Erbschaften nicht vollständig verloren sind. Ja? Sie tauchen in veränderter und marginalisierter Form wieder auf. Ja. Und da sehe ich eigentlich, dass sie sind umso stärker verloren oder verdrängt oder abgeschoben, wohin auch immer, je krasser eine Gründung sich aggressiv behauptet. Da finden wir sehr wenig von den Resten dieses vitalen Materials, ja, lebensbejahendes Material. Wir finden sie auf Seiten, deswegen finden wir sehr wenig davon heute in Russland. Ja. Wir finden sie in einer sehr vermischten, komplizierten, komischen, verdrehten Form auch
heute wieder verstärkt anwesend werden in der westlichen Kultur, ja, mit der Niederlage des Vaters. Das hat andere Gründe sozusagen. Ja. Aber dass die Materialien überhaupt wieder auftauchen, ja, dass die nomadischen Beziehungen, vermischte Geschlechtlichkeit, metamorphotische Geschlechtlichkeit, dass das überhaupt wieder auftaucht, wie verquer auch immer, ist mir egal, das hängt meiner Meinung nach mit der Niederlage des protagonistischen Prinzips, der vaterlosen Gesellschaft, die seit Jahrzehnten im westlichen Kosmos sozusagen etabliert ist, damit zusammen. Ja. Sebastian, ist es noch aktuell? Es ging ja nur um diese Zeitfrage, wo du auch empfinden hast. Dann hier vorne, Markus. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Da war sehr viel Spannendes dabei. Ich hätte mehrere Punkte, aber ich versuche es mal zu fokussieren. Was ich erstmal sehr anregend und gut fand, was du ausgeführt hast, ist, dass wirklich es nicht so ist, dass zwei Identitäten einfach aufeinanderprallen oder zwei Mythologien. Ja, das ist ja oft heute, sage ich mal, so eine obere Schichtung, wo, wie bestimmte Konflikte behandelt werden, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich dieses Auftauchen von Identität als solcher, das ist sozusagen dieses erste, dieser erste Riss, ja, der Gründung, der Gestaltung desselben, des Wiedererkennbaren, das, was mit sich identisch ist. Ja. Und das, was du jetzt dazu gesagt hast, auch nochmal, dass das, was man eigentlich vor diesem Ursprung dieser Teilung hat, dass das eigentlich so etwas ist, was nur durch diese Gründung hindurch sichtbar wird. Ja, das ist auch nochmal, scheint mir ein wichtiger Hinweis für alle, vielleicht selbst wieder Fiktion eines von der Identität reinen, ja, also was man, diese Vielheit kann man eben nicht als solche einfach so fassen und wieder. Also der Kontakt damit ist immer schon durch diese Verunreinigung, durch diese Gewalt erst möglich. Ja. Und das finde ich, glaube ich, wichtig, so einfach erstmal als eine Tiefenschicht, um über aktuelle Konflikte nachzudenken. Nur wenn, habe ich mich dann gefragt, wenn das Identische oder das Gründende selbst auch so sehr in dieser Dimension ein Problem ist, gibt es dann eine Möglichkeit, anders über Eigenheiten, Spezifika, sei es jetzt räumlich, kulturell oder örtlich oder in der Sprache, körperlich nachzudenken, außerhalb dieses Identitätsmodells? Weil sonst sehe ich die Gefahr, wenn man jetzt einfach, und ich glaube, das ist nicht gesagt worden, wenn man einfach die Identität so zum Problem macht, dann ist man bei so einer Art, ja, selbst wieder unterschiedslosen Gleichheit, die dann oft ja immer Gefahr läuft, auch die des Marktes zu werden, ja, also wo alles mit allem austauschbar ist und keine Eigenheiten, keine Widerstände mehr bestehen. Also das wäre die Frage, wie kann sich vielleicht Besonderheit, Partikularität jenseits dieses Selben, also es klingt jetzt wahnsinnig abstrakt, aber ich hoffe, es vermittelt sich ein bisschen, wo ungefähr ich so hin navigieren will. Also, weil kurz gesagt, wenn die Identität als solche per se das Problem ist, ist man bei so einem unterschiedslosen Wabern, was dann der Äquivalenz sehr nahe ist. Also wie können Besonderheiten erscheinen auch, ja, oder sich mitteilen? Die Potenziale dessen im Grunde, ja. Außer, es war ja so ein bisschen auch das, was du gefragt hast. Ja? Also was gibt es vielleicht jenseits, gibt es da einen anderen Kontakt dazu, ohne diesem Phantasmatischen gleich wieder zu verfallen? Ja, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie auch sagt, dass wir aus der
aus der Polarität, aus der Dichotomie raus müssen, ja, aus der, also sozusagen aus, die Festungen existieren, aber es ist nicht der einzige Weg zu sagen, sie müssen abgeschafft werden, ja, so, da und ich denke, also ganz grob gesagt, denke ich, ist danach zu fragen, was bringt uns ins Spiel? Ja? Was bringt uns, also ohne Identität geht es nicht, aber was, oder ohne die Festung geht es nicht, aber was bringt uns ins Spiel? Ja? Weil die ist ja nicht schließbar. Ja? Also das wäre vielleicht der Punkt, also was diese Frage zu stellen. Und man wird vielleicht darauf kommen, dass es keine, dass die, auch die Systeme keine Blöcke sind, ja, weil sozusagen dieser Zusammenschluss selbst ist ja ein Phantasma, ja, also es gelingt nie vollständig, ja, und das wäre sozusagen der Punkt. Ich denke, dass an der Stelle das Spiel tatsächlich sehr wichtig wird, der Begriff des Spiels, ja. Ich würde da eigentlich gerne auch einfach anschließen, weil du gerade es im Prinzip angedeutet hast, dass man an der Stelle auch von dem dualistischen Denken weg muss. Also ich glaube, der Irrtum sitzt da, wo man das Spezifische oder meinetwegen auch das Singuläre, darum geht es ja, an sowas wie Identität bindet. Ja, das ist nicht das Gleiche, das hat gar nichts damit zu tun. Beziehungsweise, dass man dann dahin kommt zu glauben, wenn man dieses Identitätsmodell durchstreicht, verliert man auch das Spezifische. Ja. Sondern ich glaube, man muss wirklich, und da sitzt wahrscheinlich dieser Punkt des Spiels, zu einer Denkform kommen, die darauf hinaus will zu sagen, das Spezifische zeigt sich zum Beispiel im Spiel. Ja. Oder, es gibt so eine Formulierung auch, du hast dieses deleuzianische Schichtenmodell erwähnt, bei Deleuze-Guattari gibt es so eine Formulierung, also gerade wo der unbestimmte Artikel sitzt, ein Leben, ein Nachmittag, kann eine vollkommen perfekte, individuierte Stimmung haben. Ne? Ein Nachmittag, wie die Lichtstimmung ist, kann sehr spezifisch sein. Das ist aber nicht Identität. Also darauf will ich hinaus, dass man diese Verwechslung nicht macht. Ja. Und ich glaube, das schließt so ein bisschen an. Also Identität ist, glaube ich, nicht zu verwechseln mit dem Singulären oder Spezifischen einer wie auch immer zu fassenden Entität. Ja. Ja, man könnte es verstärken, als Sie auch erwähnt worden, François Julien heranzuziehen. Nicht dann. Sorry. Mögen Sie das machen? Oder magst du es machen, Ulrike? Ja, aber es ist auch das Chormodell. Du? Also, du hast ja die Chöre erwähnt, die in diesem Troja auftauchen. Mhm. Es ist die Eigenheit, die sich im Chor herausbildet, zum Beispiel auch. Ja. Also der Chor, der ja gerade nicht dazu führt, dass seine Mitglieder anonym erscheinen oder nicht definiert irgendwie erscheinen, sondern sich gerade in ihren partikularen Eigenheiten zeigen können. Ja. So ein Denken wäre das quasi nicht diesen Dualismus von Identität auf der einen Seite und dann dem Undifferenzierten auf der anderen Seite hat. Ja. Nur um vielleicht dieses Rätsel François Julien ganz kurz zu lüften, da geht es ja im Grunde darum, dass verschiedene Dynamiken in ein Spannungsverhältnis zueinander geraten und dass die als dieses Spannungsverhältnis Ressourcen hervorbringt. Ne? Und dass damit aber auch es gibt diesen Text eben von ihm, es gibt keine kulturelle Identität, den Ulrike Haas zitierte. Also sozusagen die Frage, was wäre eine französische Identität, da würde es in dem Fall nicht darum gehen, ist es jetzt La Fontaine oder ist es Deleuze oder so etwas, sondern es würde darum gehen, dass beides, also beides als Terme, wie es bei Julien heißt, zu erkennen und da eben diese beiden Dynamiken in ein Spannungsverhältnis zueinander, in diesen Zwischenraum zu gucken letzten Endes, ja, also die sich gegenseitig im Grunde stimulieren, wodurch eben Ressourcen hervorgebracht werden, die jenseits von einer abschließbaren, konturierbaren Identität dann
benannt werden können oder wo im Grunde Ressourcen, die letzten Endes auch allen zur Verfügung stehen, jenseits des Nationalstaatlichen. Wir hätten noch Zeit für eine Meldung. Ja. Die Rache auf Troja. Ja. Den Haken habe ich schon mal bemerkt bei mir, dass ich das jetzt durchdenke. Also die Griechen haben Troja geworfen und dann ging Aeneas nach Rom, machte da seine Siedlung und dann hat er sozusagen den Hellenismus unterworfen, sage ich jetzt mal. Ja. Ist das damit gemeint? Ja, kann man das so sagen? Ja, durch Rom wird Aeneas Wanderung und dann gekrönt genau, Rom. Und genau, wird Griechenland sozusagen zur Provinz. Das, ja. So kann man es verstehen. Ja. Und tritt von der Bühne ab. Ja? Und Müller sagt sogar noch, die im Namen der Akropolis ausgepowerte Welt wird zertreten dadurch. Und das sozusagen, dass die sich mit ihrem Provinz, und ausgeraubt werden sie ja auch noch, also dass die sich sozusagen, dass die an dieser Stelle ihren Platz in der Geschichte verlieren. Das ist die Rache, die Rom für Troja nimmt. Also viele Generationen später quasi. Ja, genau. Und Müller sagt auch schön damit im Zusammenhang, also Troja ist ein Umweg. Ja? Sozusagen, das ist ein unordentlicher, zu Ihrer Frage auch, ein unordentlicher Verlauf der Geschichte. Die Geschichte kennt keinen sauberen Fortschritt, keine sauberen Epochen und nichts. Ja? Das ist keine sauberen Folgen, ja? Sondern sie besteht aus Schlingerbewegungen, aus Umwegen. Ja? Das eine hatte ich nicht auf der Rechnung, oder taucht plötzlich an anderer Stelle auf, unvermutet. Ja? Das meinte ich auch ein bisschen dass es ein sehr bewegliches Geschichtsdenken ist. Ja? Also, dass man sich nicht die Schichten wirklich so vorstellen darf, als würden die in der Erde brav übereinander liegen und darauf warten, dass jemand buddelt. Dann würde ich hiermit den offiziellen Teil beenden. Wir können ja noch weiterhin ins Gespräch kommen, aber großen Dank an dich, Ulrike, und großen Dank an Sie.